In der Aula der Grundschule Habstedt brandete am Donnerstagvormittag Applaus auf und das gleich mehrfach. Zwei Wochen vor den Sommerferien waren dort im Rahmen eines Forums herausragende Leistungen zu feiern. So hatten 41 Dritt- und Viertklässler der Grundschule am 15. März am Wettbewerb Känguru der Mathematik teilgenommen und zwei Schulstunden lang über kniffligen Aufgaben gebrütet. Madita Halling erreichte einen zweiten Preis, während Annika Halling den weitesten Sprung schaffte, also die meisten Aufgaben in Folge löste. Dass die Grundschule Habstedt eine sportliche Schule ist, habe sich bei den Bundesjugendspielen gezeigt, fand Rektor Ufke Janssen. Er überreichte 45 Ehrenurkunden. Die meisten Punkte erreichten bei den Jungen Jaron Töllner und bei den Mädchen Lotta Dreves. Geehrt wurden schließlich auch die Streitschlichter und die Schulsanitäter.